So, jetzt geht's das erste Mal für uns in den Sumpf. Den kennen wir noch gar nicht. Mit welchem Tier möchtest du da reiten? Giga ist ein bisschen, ja, Dann nehmen wir den Rex. schwerfällig, ja. Okay. Wo kein Fleisch. Was auch immer das war. Ein Arsch, Herr Obdrix. Ach so, ein Arsche. Biomteleport. Bleib doch mal stehen, Helena. Ehrlich, du. Echt das. Echt. Biomteleport. Tullus. Vulkan. Ocean. Luna. Arktis. Moor. Wieder Norden wie immer? Ja. Ach, guck mal, du Koordinaten siehst jetzt, gesperrt. dass die Zeit Tiere für Dino-Tracker Teleport. haben, ne? In blauer Schrift. Ja. Deiner nicht. Meiner hat keinen. Nein, der Rex hat keinen. Okay. Pack ich gleich ihn rein. Mit? Der kann mit. Oh ja, eventuell ein guter Schnüffler. Und auf dem Mond noch ein Tech-Triken, High-Level-Farm. Teleport aktiviert. Ja, sabbel nicht und mach hinne. Bin zwar ein paar Mal schon im Zwischen Beim gelandet. Teleportieren wird mir immer etwas Ach, schwummrig. lass mich in Ruhe. Will ich mal was gucken, Helena. Was mit dem Ankunftsprotokoll? Finale Test. Ach so, das ist okay. Du wirst von einem Insektenschwarm angegriffen. Warte, Kacke hier. Was denn los? Okay, erledigt. Oh, gibt gut Kitty und Wurstfleisch. Na dann. Noch ein? Ja, dann komm mal ran hier. Exparasaurus. Ach, ich glaube, der. Kommt da, also. Ich glaube, der. Johnny, der mich da mit Blut und so. Den, sollte ich vielleicht zu Fuß machen. Der holt dich auch vom Tier. Meinst du, der holt mich vom Rex? Der holt dich vom Rex. Dein Wort in Gottes Gehörgang? Außerdem siehst du die Baumeln. Weiß ich nicht. Ich kann. Baumeln ist zwar manchmal ganz nett, aber. Ich habe auch extra das Ferngucki nicht an. Ich will natürlich erstmal so erleben. Geh mir aus dem Weg. mach mal Suppe drin. Suppe? Ja. Oh, Speedy Gonzales. Das ist eine Idee, die kann ich nur beipflichten. Rex-Raptor. Was hält denn der aus? Halt, ne? Wo bist denn du? Irgendwo gerade ausgelatscht. Bist du an einem Bronto vorbeigekommen? Nö, glaube ich nicht, aber vielleicht doch. Guck, überall und nirgends. Okay, wir werden es schon finden. Hier sind Viechis. Oh, da gibt es ein Loot. Ach nee, das ist hier wieder so eine. Hier gibt es ja keine Quest. Loot-Drops. Nee, hier so ein Bugfix-Dings da, Bums da, Lochgericht. Der Sumpf ist cool und mal einer der wenigen Sümpfe, die echt nett framey sind. Ah, da bist du. Verkaut ne Andi. Aber ich nehme jeden. Ich will einen großen. Richtig groß. Ich habe die Viecher noch nicht mal gesehen. Ja, klar, habe ich mal kurz ein Video oder sowas gesehen, aber. So, really? Also hier kannst du auch Sarkos farmen. Ah gut, hier ist Map-Grenze. Dann drehe ich gleich rechts ab. Wie gesagt, wir decken dann direkt auf die ganze Karte auf. Okay. Früher gekommen als gedacht. Da kommt ein Lizistes. Hier so ein Blutigel. Ja, beiß weg, mach weg. Bevor Ich dich laufe einfach absaugt. weiter. Din, 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 din. Aber was bist du denn?
Wo bist du denn abgehauen? X-Paracerat. Ja, nee, klar. Doch, Milch? Sieht zumindest so aus. Ist hart und neben, das Ding. X-er halt. Sind echt keine Weicheier. Aber schön, es ist ja auch ein Reiseziel, ne? Island Anfangs, Scorch Earth und so weiter. Hier bist du ja normalerweise schon 120 oder was, der Geier was. Hast dann schon eine 10 Jahre alte Zucht oder so. Die Raptoren sind hier auch härter. Hallo, ey. Die sehen aber richtig cool aus, die Paras jetzt hier. Sag mal, sind das diejenigen welche? Check mal. Okay. Pflanzen, Blumen, selten. Pilze. Ja. Oh, warte, ich gehe mal hier auch mal eben von Bord. Du bist von einem Insektenschwarm. Yep. Okay, du kriegst aus dem alten Holz hier sofort Pilze. Stopp. Hier das Schwimmholz. Komm mal klar. Yep. Ne, der jetzt nicht. Kommt mein Rex noch nach? Ja, ne? Ja. Eigentlich. Ey, Piranha. Wird nicht Olli angekaut. Der schon wieder nicht. Auch nicht. Jetzt wird's aber langsam peinlich. Ach, der wieder. Okay, die so orange Büschel oben drauf haben. Die geben. Die großen hier? Ne, die kleinen am Boden. 18 Stück habe ich jetzt schon gekriegt. Na, guck mal hier neben mir. Das ist so was Großes. Oh, dein Rex. Nee. Pilzholzquark-Geschichten. Aha. Und Stroh ohne Ende. Guck gar nicht so, Dilo. Du verlierst eh. Hier, die hier sind das. Der nicht. Der wieder. Der auch wieder. Ja, so super. Hat sich schon mal gelohnt. Ich krieg jetzt hier mehr Pilze, als wir sie gesucht haben, gekriegt haben. Ja, ich habe jetzt die paar Bäumchen. 38. Das ist gut. Oh, Rex. Ja, ich springe halt hier durchs Wasser. Ich werde noch einstecken, aber dann ist keiner da, der mir Mutter hilft. Der kommt mal her. Ich habe mein Sushi-Messer mit. Hol dir hier ein Blutigel. Was sind denn das für Fische? Warum treffe ich die denn nicht? Oh. Also für die Pilze mache ich das gerne. Aber ich denke, das reicht jetzt. Wir hatten eigentlich einen anderen Plan. Gab im Übrigen, falls sich passiert, zigtausend Stroh. 44 Pilze, die paar Minuten. Gut. Okay. Das ist sehr gut sogar. Im Gegensatz zu sonst, ne? Mit den Pilzen. Jo. Hallo, was bist du hier für ein Spregula? Hallo. Hätte ich zählen müssen. Bist du Rough Flower? Eben abchecken, damit man zukünftig Bescheid weiß. Ja. Nee, das sind Katan. Insektenschwärmchen. Wo sind denn jetzt die Blutlutscher? Naja, vielleicht ist der Sumpf ja auch in verschiedene Dinger da verteilt. Geh mal weg, du hässliches Gerät.
sehen noch nichts. Aber vielleicht sind wir auch noch nicht richtig. Hey, Raptor. Chillen. Ich pest hier kein Giga rum. Der Wilder Giga ist das Einzige, gegen das wir wirklich nicht ankommen. Auch nicht mit unseren. Viel zu viel AP. Aber jetzt 200 pro Liches, oder? Nö? Hä? Würdest du es sehen? Bloodies, wo sie, da sieht's anders aus. Hier gibt's so ein Leuchterei, so ähnlich wie eine. Was bist du? Das macht einen Alpha-Schein. Ach, das ist eine Quest, glaube ich. Was? Ah, Blindung. Nur Blindung macht ein bisschen mein HP, mein Herz blinkt. Okay. Giftig unterwegs. Das sind aber komische Sachen. Die muss ich alle mal anfarmen. Da ist so ein Stinketier, das passt hier rein. Okay, die geben auch Pilze. Zwei Stück zumindest. Du und deine Pilze. Du an die Unikibbel und so, ne? Und weg. Mit dir? Ja, komm mal ran hier. Gut, gut, weiß ich Bescheid. So kann man eigentlich ganz gut hier rumfarmen gehen. Finde ich nicht schlecht. Dezent überladen. Sollen wir direkt den Glitch mitnehmen, Joa, wa? Wenn wir schon hier sind, die Punkte können wir gebrauchen. 35k brauchen wir für die Box. Obwohl, wir haben ja jetzt eigentlich alles, aber trotz allem. Und ja, Na dann? Drückt halt sehr oft. Sehr oft den Sachen. Was haben wir hier jetzt? Meine Sensoren erfassen haufenweise organische Verbindungen in der Luft, die einfach herumschweben. Nennt ihr sie nicht Gerüche? Für mich ist das nur Chemie, Kumpel. Wenn du in diesem Biom herumschnüffelst, achte auf Hydrogensulfid. Du weißt schon, H2S? Meine Daten sagen, es riecht penetrant. Doch dann tötet es den menschlichen Geruchssinn ab. Tötet den Geruchssinn ab? Du kannst das Gift einatmen, ohne es zu bemerken. Erstmal hat sie Kumpel gesagt. Zu dir auch Kumpel, oder? Mhm. Ah, okay. Vor allem tötet den Geruchssinn ab? Also so ein bisschen Anpassung an das Gender hätte gepasst. Ja. Das wäre ja nun mal nicht so schwer gewesen. Die Klamotten sind ja auch genderabhängig, perfekt sogar. Du hast ja ganz andere Klamottos als ich. Lass mal Karte gucken. Uff. Ein Petri. Petri. Weggefliegt. Warum gibt es hier Petris, wenn man hier nicht fliegen darf normalerweise? Nee, das war ja nur ein Anfangspark. Eigentlich kann man doch, glaube ich, hier fliegen. Deswegen gibt es ja auch Agis. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Eigentlich und eventuell. Aber das ist mal ein Sumpf-Feeling. Und nicht Sumpfstottern. Wieder eine Non-Flyer-Map. Die hatten wir doch schon mit Aberration. Wäre ja blöd. Ja. Wir haben gar keinen Teleporter gesetzt. Zu Hause? Hier. Wo hier? Auf Genesis? Ach, das da, ist wo er vorher schon saß. Auf Feuer.
Hier gibt's sogar Spinos. Ein X-Spino. Wäre gut für aber. Ja. Also wenn du mal einen großleveligen begegnest. Dank Unikibbel, cool. Hier sind überall Krokofanten. Ja. Oh, Cave. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Irgendwo sind wir schon. Okay, hier zerfällt alles. Really? Okay, das soll wahrscheinlich zeigen, dass wir in der Simulation sind. Ich wollte gerade sagen. So Fehler. Okay, hier hinten geht's wieder raus. Ist auch ein Ich-Schwein? Nee. Wo sind wir jetzt? Wo wir hinwollen, ja, ist genau. Wir umlaufen die Karte und dann einfach durch die Mitte. Blöden Terranias. Oh, hier ist eine Struktur. Okay. Wie bist du? Nicht spoilern. Ich sag doch gar nichts. Scheiß. Wollt nur vormerken. Kanu. Was ist das dann? Hier ist ein richtiger Obelisk. Jetzt mal kurz Fernglas, aber nur zum Zoom. Du dämlicher Rex, du dämlicher. Ah ne, das ist ein Glitch. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Obeliskenstein. Das ist so ein bisschen von Center geklaut. Sieht schon aus wie ein Orbi. Aber wo sind denn jetzt die Heilschweine hier? Wie immer einfach klatsch alles drauf und gut ist. Alpha-Wand. Ja, wir laufen dann lang, wir umkreisen wieder die Map und dann einfach mitten durch. Ja. Wenn man nicht irgendwo festhängt. Ja, ich wundere mich auch gerade. Ja. Durch. Ich habe gar keine Pfeile dabei. Hast du zufällig Pfeile gefressen mit dem Rex? Muss ich mal nachgucken. Kein Pfeil, ich könnte ein paar gebrauchen. Nö. Buddy. Jetzt habe ich schon mal wenigstens 5. Wo kriegst du denn her? Raptor gefressen. Achso. Dauert was länger, bis wenn man das noch nicht kennt, bis man spoilern lässt, bis man weiß, wo es die überhaupt gibt, die Blutsauger. Wunder mich, warum ich so langsam bin. Ja? Keine Suppe mehr. Stimmt. Ich hab auch 6 Pfeile gekriegt. Ah. Oh, irgendwas ist umgefallen. War es nicht, es war schon krank. wo bist du, da? Ich bin gespannt, wo die rumhocken. Bis jetzt habe ich noch keine in den Bäumen gesehen. Ich habe extra das Fernglas. Der Baum sieht fies aus, den werde ich mir genauer angucken. Ja, dass man die UI nicht ausmachen kann, also hier Freund-Feind erkennen und so, sondern nur als Fernglas nutzt. Die Bäume sind alle fies hier. Klar, aber der sieht schon echt crazy aus. Beim Westen würden sich da nichts drin hocken.
Sieht wohl aus, als wenn da eine Spinne hängt, so kopfüber. Iguanodon hockte da oben. Hab ich doch richtig geguckt. Oben auf einen der Äste. Naja, suchen wir ja. Nicht jetzt. Finden schon unseren Blutlutscher. Morphodons. Ist jetzt jede der einzelnen Biome auch immer im Kreis außen rumgelaufen, um wirklich nichts zu übersehen. Das mache ich zumindest jetzt auch. Ach du Schlangending, Abumser, Samselding, geh aus dem Weg, wenn du bist. Oh, ich habe eine Explorer-Not. Warum habe ich jetzt extra XP? Achso, der Glitch. Ja, ich vergaß. Das ist ein nettes Biom. Die Atmosphäre ist nice. Also so richtig Kokolores hier. Sag mal, habt ihr euch verbündet? Ist hier irgendein Gruppentreffen oder so? Gar nicht mitbekommen. Ist die Wand wieder? Ja, bin gleich einmal außen rum. Ja gut, wir haben noch einen kompletten. Aber gibt ja immer noch. Igor. Ach, Raptoren, die haben beide für mich. Moment, drehen. Warte mal. Jungs, hier. Hallo, hier ist die. Ja, sag mal. Okay. Die feigesten Raptoren, die ich hier gesehen habe. Die haben sich alle drei in alle Windelsrichtungen vertreibt und wird weg. Hallo. Carla noch da? Carla kann noch. Okay. Gehen wir gleich an der Biomgrenze und dann haben wir noch einen Schenkel und dann können wir quer durchrennen. Komische Struktur schon wieder. Komm mir hier eher vor wie eine Kettensäge. Ja. Lambert. Ah ja. Angekommen. Wo angekommen? Also Grenze. Mhm. Super, haben wir nur noch einen Schenkel. Weil bei der letzten, bei der Eiskarte hat uns das ja auch zu den Veroboxen zum Beispiel geführt, ne? Haben wir die guten gefunden, die wir da oben gemacht haben, an der Grenze. Ladies. Das sieht hier am Rand alles über gleich aus. Also bis jetzt hat sich noch nichts verändert. Gehen? Klingt nüscht. Ich glaube, wir sind hier nicht da, wo es die Dinger gibt. Aber das ist nicht schlimm. Die Karte wollen wir eh entdecken und aufklären. Wo bist denn du?
X-Parasaurus auf dem Baum. Okay, die können klettern. Wo bin ich? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Da, wo wir gestartet sind. Ich bin immer noch an der Map-Grenze. Okay. Was? Achso. Panik. Macht. Und plötzlich war ich so. War sehr verwundert. Bei meinem Pech habe ich so viel wahrscheinlich zuerst gefunden als du. Da müssen wir garantiert jetzt ändern. Aber das ist ja gut. Wir haben jetzt die Karte außen rum geflitzt. Hätte mal ein Vanilla-Fernglas machen sollen. Jo, bin jetzt gleich komplett außen rum. Schnellschritt, optisch ändert sich hier gar nichts. Sagt auch nicht. So, mal guck mal, schon wieder so ein Wegelagerer. Hatte ich erst auf einer anderen Karte so ein. Das bist du selber schuld. Und tschüss. Stellt sich nicht quer in den Weg. Aha. Fingerzeichnung, wo die Map-Ecken an. Bin bei dem Ding, was in dem runden Wasserteil da ist, nicht darunter. Sieht nicht so aus, als ob man da so einfach wieder rauskommt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Wart mal auf den. Kaffee gönnen. Und jetzt wäre dann so die Richtung wäre querfeldein. Dann werden wir doch schon auf sowas treffen. Ach, du bist hinter mir. Ich kann es dir tatsächlich nicht beantworten. Ja, ich habe die Karte eben offen und wir sind an derselben Stelle, nur du bist ein Stück weiter hinter mir. Hier ist Bauen erlaubt. Glaube ich nicht. Da bist du doch. Ich würde jetzt so gerade auslatschen, dann würden wir genau diagonal durchgehen. Oh, ich muss mich mal mühen. Hinten am Plan. Den Müll habe ich gar nicht. Überlegen, ob ich den einpacke und nicht einfach zu Fuß weitermache. Kam noch da. L2 bist du, okay. Du böse Baum. Du gut aussehen. Du Ziel. Ab oder Sako kann ich mich gut verteidigen. 600er Schwert. 5000er Rüstung. Ich glaube, das bringt was. F-Zeck.
Insektenschwarm greift an, na, dann komm mal ran hier. Hier sind ganz viele Bäume, sowas hatten wir vorher noch nicht. Bist du noch da? Nee, du bist schon wieder weg. Bist? Ja. Ach, du rennst um den Baum rum. Ich wollte ja eigentlich querfeldein durch. Kann ich nicht, ist ja zu. Hier ist offen. Hier links rum. Da ist nämlich direkt schon der nächste Baum. Ach, geht mir doch nicht um Keks, ihr Fischis. Ey, nur Sushi. Was für ein hohen Zahn. Hä? FF sagt auch nein. Schön. Boah, da wird einem ja seekrank. Ich bin wieder an dem Baum, wo der geboren oder sitzt. Robert auf Baum Aal. Hängt auch nichts. Ich laufe einfach so Kartenbereiche, wo wir noch nichts aufgedeckt haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Kann aber auch auf dich warten. Nö, mach du mal. Hier wäre ein Glitch, sollen wir den mitnehmen? Muss ich mich zu dir porten. Wenn du willst. Komme. Okay. Bin ich hier? Weiß ich nicht. Nicht bei mich. Was sieht? War denn jetzt eigentlich 28? Was 28? Da kam was geportet, aber du warst nicht dabei. Ach, dahinter, okay. Beim Beheben dieser Störung habe ich einen Blick auf einige Karten für die Genesesimulation geworfen. Ich erspare dir die Mühe, selbst nachzuschauen. Es gibt keinen einfachen Weg, um von einem Biom in ein anderes zu kommen. Doch wenn du die richtigen Koordinaten eingibst, kann ich uns von einem Ort zum anderen, von Biom zu Biom teleportieren. Ich mag einen netten Spaziergang so sehr wie jede andere fraktale Person. Doch teleportieren ist unschlagbar, um schnell irgendwo hinzukommen. Falsches Rex-Ding. Was die ganze Karte aufgedeckt. Nur ein kleiner Würfel. Schlag du was vor? Nö. Ich sehe ja selber nicht viel. Na. Meine
Suppe ist wieder alle. Bin nicht leer. Okay, ernsthaft? Da passe ich nicht an, weil wegen... zu dick. Geh zu Fuß. Aber. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, nice. Dein Rex folgt dir. Kannst du nicht durch. Also ist nur so eine Art Raum. Dann kommt hier... Oh. Ja, ist nichts Besonderes. Geh auch mal gucken, wenn du willst. Nö. Ist aber nichts Besonderes. Rex, die passt da nicht durch. Zu dicker Hintern. Oh mein Gott. Die Diätenboss, deswegen auch nicht, hilft nichts. Hör immer an Agi kreichen. Ja, sowas. Ich bin, glaube ich, die Fische, wenn du draufklatscht. Kois. Wo bist du jetzt hin? Rechts rum, links rum? Nur leicht links, ich bin keine paar Meter weiter weg. Ich stehe ja vor dem großen, komischen, hässlichen Baum. Ach, da bist du. Jupp. Geh mal rechts rum. Okay. Ey, du blöde Kröte. Oh, ist ja hier nicht baumeln. Ja. Bei mir hier ist ein Glitch. Okay, komm. Im Baum. Ja, da hinten bist du. Ich weiß. Wisst ihr? Für die Wildcard gibt sich Mühe, alle Mühe, dass die Glitches und Bugs in dem Spiel behoben werden. Ja. Aber schon wieder ein Glitch gefixt. Das Dateispeichersystem hat eine weitere Störung ausgekotzt. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Bei einigen der überlebenden Gehirne fehlen ganze Bereiche. So schlimm, dass sie sich in der Simulation nicht wieder materialisieren. Keine Birne. Nicht jeder Überlebende, allerdings mehr als ein paar. Dir geht's aber gut, nicht? Deine Birne sieht gut aus und du hast die gleiche Euch-krieg-ich-schon-Einstellung wie immer. Falls du dich seltsam fühlst, so in deinem Kopf, hier durch den Baum durch. Das ist deine Freundin von dir? Wissen, ja? Ja. Ja? Ich hab dich. Was ist das? Komisches Ding, geh weg. Weck ich gern. Zu Fuß gehen oder? Will ich normal nicht rein. Fliegen? Nee, ey, Rexy. Will mal. Ja, toll. Fliegen wir einfach nur. Ja, du bist doch ein Freund, Neues. Ich würde da nur den Berg da hochbatschen. Das ist schon wieder sowas wie eine Höhle. Es ist sehr, sehr unzugänglich. Krass. Ich kann mich beeilen, viel zu spät. Ich hab's nur gedacht, du sprichst das aus.